Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu Gran Turismo 7, ein echt heftiger Money Glitch Update 1.35. Das zeige ich euch hier in diesem Video. Ihr könnt extrem viel Credits hier verdienen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, das Rennen geht eine Stunde. Eine Stunde komplett auf der Rennstrecke Spa. Natürlich mit Boxenstopp, Reifen wechseln, tanken. Das Wetter verändert sich. Es wird auch im Rennen dunkel. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr abwechslungsreiches, spannendes Rennen. Ja, super cooles Rennen für eine Stunde, was sich auf jeden Fall am Ende lohnt. Vorausgesetzt, man macht natürlich den ersten Platz. Aber das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und schon gar kein Problem mit diesem super coolen Fahrzeug, was ich hier euch präsentiere. Natürlich komplette Setup zeige ich euch auch noch. Wir haben hier genau 800 LP. Das ist auch das Höchste, was zugelassen ist für dieses Rennen. Drunter ist egal, aber halt drüber darf man nicht sein. Und dann passt das Ganze. Ja, und zwar Geldglitch aus diesem Grund, liebe Leute, weil ihr bekommt hier in diesen Rennen immer Fehlerfrei-Bonus. Auch wenn ihr Fehler macht, zum Beispiel aus Versehen von der Strecke abkommen, einen hinten drauf fahren oder eine Seite touchieren oder vielleicht eine Zeitstrafe. Egal was passiert, ihr bekommt trotzdem Fehlerfrei-Bonus und das lohnt sich bei diesen Rennen ganz, ganz besonders, weil hier ist das Preisgeld wirklich extrem hoch. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn Überholverbot ist, dann bitte nicht überholen. Aber kommt in der Regel auch nicht so oft vor. Jetzt sind wir schon 10 Runden gefahren. Auf jeden Fall Regenradar im Auge behalten. Ist auch schon dunkel geworden. Fängt an zu regnen. Wir fahren auf jeden Fall ran an eine Box und machen dort Regenreifen drauf. So, Regenreifen kommen jetzt drauf. Gleich kommt das Fahrzeug an die Box. Werden wir auf jeden Fall auch noch voll tanken. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle auch noch, ihr könnt die ganze Zeit auf Kraftstoffmischung Nummer 1 fahren. Nummer 1 bedeutet volle Leistung, voller Verbrauch. Aber ist vollkommen in Ordnung mit diesem Fahrzeug. Der verbraucht wirklich sehr, sehr wenig. Im Vergleich zu anderen Gruppe 1 Fahrzeugen ist der hier noch deutlich sparsamer. Also ihr könnt mit einem vollen Tank auf Kraftstoffmischung Nummer 1 deutlich weiterfahren, mehrere Runden fahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier 13 Runden würde eine volle Tankfüllung reichen, stand da. Also es ist auf jeden Fall schon ordentlich. Auf Kraftstoffmischung Nummer 1, wie gesagt. Wenn man das verändert, dann kommt man noch deutlich, deutlich weiter. Hier sehr knappe Aktion, auf jeden Fall richtig spannend gewesen. Kann auch mal passieren, dass sich andere Fahrzeuge wegdrehen, gerade bei den Wetterverhältnissen hier. Ja, die Regenreifen sind extrem abgenutzt, da kann man schon deutlich erkennen, alles komplett rot. Jetzt auf jeden Fall ran an der Box. Wetterradar sieht auch gut aus. Wir fahren weiter mit den Rennen harten Reifen. Und Pi mal Daumen fährt man ungefähr so 23 oder höchstens 24 Runden. Also würde ich jetzt einfach noch eine Runde nachtanken. 8 Runden sind noch im Tank drinne. Tanken wir einfach so, dass wir da 8,9 oder 9 Runden haben, dann passt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall ganz wichtig, die neuen Reifen drauf. Das ist auch der letzte Boxenstopp. Jetzt fahren wir komplett durch bis zur Ziellinie. Sind noch 21 Minuten ungefähr zu fahren. Und jetzt geht es auch schon weiter. Aber ich würde auf jeden Fall vorzwitschen zur letzten Runde, zur 24. Runde. Tank hat auf jeden Fall super ausgereicht. Jetzt ist er auch wirklich verbraucht, komplett leer.
Und dann haben wir das Rennen hier auch schon abgeschlossen. Und in einer Stunde gewinnt ihr richtig viele Credits. Das lohnt sich auf jeden Fall. 1,5 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein Betrag, der sich sehen lassen kann. Und wenn ihr hier den ersten Platz macht, habt ihr immer die 1,5 Millionen sicher, auch wenn ihr Fehler macht. Normalerweise gibt es ja den Bonus nur, wenn man wirklich fehlerfrei ein Rennen absolviert. Aber hier gibt es das trotzdem, dank diesem Geldglitch in Gran Turismo 7. Das Rennen findet ihr unter Weltstrecken Europa. Dann haben wir hier die Rennstrecke Spa. Und da ist es auch schon World Touring Car 800. Maximale Belohnung 1 Million. Aber wir gewinnen ja immer die 1,5 Millionen. Und wie ihr mit diesem Fahrzeug genau 800 LP bekommt, zeige ich euch jetzt. Falls ihr das Fahrzeug nicht habt, könnt auch jedes andere Fahrzeug der Gruppe 2 oder 1 nehmen. Passt alles immer ganz gut. Hier 800 LP. Da das komplette Setup. Ja, wenn er das so übernimmt, dann passt es so. Oder schaut einfach mal in meinen Playlisten vorbei unter GT7 Glitch und Cheat oder GT7 Geldtricks. Dort findet ihr viele, viele weitere Videos, wo ihr richtig viel Geld verdienen könnt und auch andere Fahrzeuge mit anderen Setups. Ja, falls ihr das gerade nicht habt, werdet ihr auf jeden Fall irgendein Fahrzeug finden, was ihr habt. Wenn nicht, kauft ihr das einfach dazu. Und weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal, Autos kaufen, Update-Informationen, immer wenn ein neues Update rauskommt, lade ich das hier hoch. Auch wie das brandaktuelle neue Update 1.35. Komplette Kaffeekampagne hier zu finden. Lizenzen, Missionen, Streckenerfahrung, alles auf Gold. Eventmeisterschaften komplett. Arcade-Rennen, Driftrennen, Zeitrennen, Benutzerrennen, Langzeitrennen, Rennenwiederholungen, Musikrennenwiederholungen. Die komplette Musikrallye hier auch alles auf Gold. Live-Rennen, Autopräsentationen und Landschaftsfilme von den ganzen Autos hier in Gran Turismo 7. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!